Ja, hallo zu einem Webcast über Strategy Pattern mit IOC. Ich hatte kürzlich schon darüber gebloggt und jetzt eben der Webcast dazu. Ich hoffe, dass es jetzt beim dritten Anlauf funktioniert. Also, kurz den Ausgangszustand, wie er vielleicht auch öfters zu sehen ist. In diesem Fall handelt es sich um Artikel, anhand deren Eigenschaften eben der Status des Artikels ermittelt wird. Zum Beispiel, ob es sich um eine akute Deckungslücke handelt oder um eine Warnung oder ob der Status, Bestandsstatus eben okay ist. Ich habe jetzt einfach mal einen Pseudo-Algorithmus genommen. Und jetzt hier dieses typische Switch-Case, wie man es wahrscheinlich sehr oft im Code sieht. Was hat es für einen Nachteil? Primär den, dass sobald ich einen neuen Status hinzufüge, ich hier wieder Code einfügen muss. Das heißt, ich verstoße eigentlich gegen das Open-Close-Principle. Hat noch einige andere Nachteile, aber lassen wir es mal bei dem Wesentlichen, eben dass das Open-Close-Principle nicht eingehalten wird und ich ständig hier, wenn ich einen Status hinzufüge, an bestehenden Code ran muss. Was ist nun in dem ersten Blog-Eintrag dazu, habe ich dann diese Lösung mal gezeigt. Hier habe ich auch schon auf IOC gesetzt, allerdings ist das Strategy-Pattern hier noch nicht mit IOC umgesetzt. Das Strategy-Pattern sagt jetzt eben, dass man ein gemeinsames Interface definiert und für jeden Status, also in, sprich für jeden Case in dem Switch Case, eine eigene Implementierung macht, wie man hier sieht, akute Deckungslücke, Deckungslücke, okay, Warnung etc. Und die leiten alle vom gleichen Interface ab. Und nun muss ich nichts anderes machen, wie ich ermittle den Status und sage dann hier Vermittler für Status und dann kriege ich den entsprechenden Händler zurück, der dann die konkrete Implementierung für den jeweiligen Status hat. Das Vermittler für schauen wir uns mal ganz kurz an. Im Prinzip handelt es sich dabei um ein Dictionary. Ich habe es als Klasse implementiert. Die hat die Methode für, der übergibt meinen Status und ich erhalte intern ein Dictionary, welches anhand vom Status den entsprechenden die entsprechende Implementierung des Interface ich errechne Artikel Zukaufsvorschlag zurückliefert. Ja, also hier habe ich die Zuweisung, akute Deckungslücke ist implementiert in akute Deckungslücke, der Bestandsstatus Warnung ist implementiert in der Klasse Warnung und so weiter und so fort. Allerdings halte ich mich damit immer noch nicht ans Open-Close-Principle, weil ich müsste auch hier wieder die Anpassung vornehmen. Und das Ganze kann man aber schön mit IOC lösen. Schauen wir uns das Ganze an. Übrigens, ich verstoße hier im Prinzip auch gegen meinen, oder ich hebel meinen IOC-Container hiermit aus, weil ich mache hier eine konkrete Instanzierung von dieser Logik und lasse die nicht über den IOC reinreichen. Würde man an der Stelle auch noch hinkriegen, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Und jetzt schauen wir uns die finale Implementierung. Übrigens, das Codebeispiel gibt es auch bei mir auf GitHub. Einfach uliarmbruscher.de/github eingeben, da findet ihr das. Und wenn man jetzt in diese Geschäftslogik reinschaut, dann sieht man hier im Prinzip den gleichen Code wie in der ursprünglichen Geschäftslogik. Ja, da hat sich nichts geändert. Das ist 1:1 dasselbe Code. Es gibt weiterhin besagtes Interface, welches für den Status, also wenn wir hier den Status nochmal anschauen, dieses ich errechne Zukaufsvorschlag, gibt es ebenfalls weiterhin. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe ein Interface definiert, das den Namen ich vermittle Vorschlagsrechner trägt. Schauen wir uns das ganz kurz an. Und das gibt für den Status eben diesen Händler zurück. Entschuldigung, jetzt muss ich eine kleine Korrektur machen. Also in Version 2 gab es das auch schon. Allerdings hatte ich das da selber implementiert und mit einem Dictionary, was ich in der Klasse gehalten habe, eben realisiert. Nun gibt es für dieses Interface keine konkrete Implementierung. Denn diese Implementierung übernimmt mein Container für mich. Und zwar sage ich das hier, also für das Interface, für diesen Dienst. Normalerweise wäre jetzt eben hier Punkt implemented by, das haben wir jetzt, Entschuldigung, in diesem Fall nicht, sondern ich sage hier einfach as factory und sage der Factory, was sie tun soll, wenn dieser Dienst angefragt wird. So, Factory vielleicht ganz kurz. Also die vorherige Implementierung war am Schluss nichts anderes wie eine Factory. Ja. Ich übergebe ihr einen Status und sie gibt mir dann eine konkrete Instanz von ich errechne Artikel Zukaufsvorschlag zurück. So, und in unserem Fall ist es eben so,
dass wir, wenn dieses Interface oder dieser Dienst angefragt wird, der IOC die Auflösung macht, die Factory, oder beziehungsweise die Factory automatisch implementiert. Und ich habe das auf Basis einer eigenen Konvention. Die Konvention sieht man hier, Berechner für Artikelstatus, ergänzt um den Namen des Status. Unter diesem Namen sind alle Implementierungen im Container registriert, also akute Deckungslücke, Deckungslücke, okay, Überversorgung und Warnung, sind alle im Container registriert. Und zwar mache ich das jetzt eben nicht von Hand, also jede Komponente einzeln, weil dann müsste ich immer noch, wenn ich einen neuen Status hinzufüge, müsste ich hier eine Änderung machen, und das muss ich jetzt nicht mehr. Machen wir mal ganz kurz akute. Ja gut, ist egal, lassen wir mal. Man sieht hier auf jeden Fall, hier hatte ich vorher jeden einzelnen Status implementiert, und das kann man aber auch über diese Möglichkeit machen. Also man sagt einfach dem Container, von dieser Assembly hol mir mal bitte alle Implementierungen von ich errechnete Artikelzukaufsvorschlag und installiere mir und registriere mir diese. Und ich habe auch noch gesagt, unter welchem Namen, und zwar auf Basis dieser Konvention. Also entfällt schon mal diese einzelne Registrierung aus, sodass ich hier nichts mehr anpassen muss, wenn ich einen neuen Status hinzufüge. Und jetzt muss meine Factory nur noch die korrekte Implementierung zurückliefern, wenn jemand bei ihr für einen Status einen Händler anfragt. Und das Ganze ist hier implementiert. Ich leite hier von Default Type Factory Component Selector ab. Hier kann man echt viele Späße mittreiben. Also sobald es darum geht, per Konvention eine Komponente aufzulösen, seid ihr mit diesem Type Factory Component Selector gut bedient. Ich habe auch einen Link dazu auf meinen Blog, in meinen Blog-Eintrag veröffentlicht, wo ihr dann eben mehr Informationen noch findet. So, und ich sage jetzt nichts anderes, wie ich überschreibe diese Methode getComponentName. Und hier drin mache ich eine Prüfung, wenn es sich um die Methode für handelt, die genau einen Parameter hat und der Parameter auch noch vom Typ Bestandsstatus ist, dann weiß ich genau, es handelt sich jetzt um den Aufruf, der ein Händler für einen Status zurückhaben will. Und hier mache ich dann eben diese, gebe ich dann den Namen der registrierten Komponente im Container zurück. Ist also die gleiche Konvention logischerweise wie die beim Registrieren. Das könnte man jetzt noch zentralisieren, damit man das nicht an zwei Stellen pflegen muss. Oder ich würde sogar empfehlen, das so zu machen. Ich habe es jetzt mal hier jetzt für das Beispiel gerade nicht gemacht. Und hier kommt dann eben der Name der Komponente für den entsprechenden Status zurück. Und dann kann meine Factory wiederum sich aus dem Container die entsprechende Komponente rausholen. So, können wir uns auch gerne mal anschauen, wenn wir vielleicht hier gerade den Breakpoint setzen. Zack. Und wenn wir jetzt uns den Container anschauen, dann sieht man hier Berechner für Artikelstatus akute Deckungslücke, Berechner für Artikelstatus Deckungslücke, Berechner für Artikelstatus okay, etc. etc. So. Und jetzt sieht man auch den konkreten Vorteil. Wenn ich jetzt einen Status hinzufügen will, muss ich gar nichts anfassen. Ich mache einfach nur Klasse. Jetzt machen wir mal einfach den Hello World Status. Ja. Hello World. Mache jetzt hier eine Implementierung. Ich errechne Artikel. Ich kopiere es mir gerade rüber. Männer. So. Zack. 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 Hoppla. Und hier geben wir mal Return 55. Gut, klar, was ich anpassen muss, ist, ich müsste meine Enumeration, wo der Status drin steht, ergänzen. Klar, da kommt man nicht drum rum. Hello World füge ich hier jetzt noch mit ein. Und machen wir vielleicht gerade einen Artikel, bei dem der Status eben rauskommt. Gerade eine Sekunde. Ja, komm, machen wir doch hier mal diesen Lagerbestand, statt die akute Deckungslücke zurückzugeben. Geben wir Hello World zurück. Und schauen wir auch gleich nochmal in den IOC, ob der dann auch registriert ist. Und wir schauen in die Geschäftslogik für den jeweiligen Status. Passt, okay. Also, schauen wir in die Registrierung vom Container. Da muss die jetzt drin sein. Ich habe nichts an dem Installer geändert. Yes, hier haben wir es. Hello World, sieht gut aus. Und lassen wir das ganze Programm mal laufen. Ich hätte vielleicht die doch mal testweise vorher noch mal laufen lassen sollen. Augenblick.
Ja, natürlich sehr clever, vorhin alles auszukommentieren, auch eine Komponente oder zwei Komponenten, die ich brauche. Jetzt aber. Das muss laufen. Jo, sieht gut aus. Status, Hello World. Hier haben wir jetzt den Status, weil zufällig der Artikel jetzt den Status Hello World ergibt. Und jetzt schauen wir uns an, welchen Container hole ich mir. Und ich hole mir die Komponente Berechner für Artikel Status Hello World. Sieht gut aus. Und zack, zack. So, und jetzt gehen wir. Hier habe ich jetzt den Händler zurückbekommen. Wenn wir jetzt da in den Code reinsteppen, sehen wir, dann landen wir in unserer neuen Implementierung. Ja. Was habe ich also gemacht? Ich habe eigentlich nur für den Status eine eigene Implementierung hinzugefügt. Gut, klar, die Enumeration erweitert. Da komme ich nicht drum rum. Aber im Prinzip brauche ich jetzt nur, wenn ich einen neuen Status hinzufüge, eine neue Implementierung machen. Ich muss nichts an bestehenden Code ändern. Schön sauber. Wie gesagt, gibt Blog-Einträge dazu und hier das entsprechende Video. Schaut doch mal einfach im Blog vorbei.